Nachdem die US-Notenbank die Märkte erst verunsichert hat und ihnen viel Interpretationsspielraum übrig gelassen hat, gibt sie ihnen jetzt wieder Auftrieb, vor allen Dingen den Tech-Werten. Darüber rede ich jetzt mit Robert Halver von der Baader Bank, zugeschaltet aus Frankfurt. Herr Halver, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Hallo. Halber, warum profitieren jetzt gerade die Tech-Werte? Die Nasdaq hat ja auch wieder Rekordstände verbuchen können. Warum sind das jetzt gerade schon wieder die Tech-Werte? Wir haben zwar Inflationsangst, aber keine Zinsangst. Denn nach wie vor die US-Notenbank, wie jede andere Notenbank auch sagt, die Inflation ist nur vorübergehend. Damit ist also das Zinsgespenst nicht irgendwo eine Gefahr nach dem Motto, wenn die Zinsen steigen, werden natürlich die Hightech-Werte viel stärker rasiert. Das sehen wir also nicht. Wo das Zinselement beruhigt bleibt, haben Hightech-Werte natürlich nach wie vor große Chancen. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen, immer dann, wenn die Zinsen steigen, dann haben die Hightech-Werte Probleme. Aber genau das werden wir jetzt nicht sehen. Von daher haben jetzt die Hightech-Werte wieder eine Renaissance. Gefühlt haben wir im letzten Jahr schon immer wieder mal umgeschichtet. Hightech lief erst super gut, das waren die Gewinner der Krise. Dann hat man so eine Rotation gesehen und jetzt auf einmal schon wieder die Tech-Werte. Müssen Anleger jetzt wieder umschichten? Branchenrotation ist schon ein großes Thema, aber man darf eins nicht vergessen: Der Hightech-Sektor ist ja ein Dauerbrenner. Da kann man rauf, mal runter gehen. Aber das Digitalisierung, das Quantentechnologie, das Mikrochips, das Cloud Computing, aber eine vergangene Größe wären, das brauchen wir nie anzunehmen. Das Thema ist nach wie vor heiß. Man könnte sagen, heiß wie Frittenfett. Und von daher ist auch das Geschäftsmodell natürlich sehr aktiv. Also Hightech sollte man immer ein bisschen auch im Blickpunkt haben und auch, wie ich finde, nach wie vor mindestens in Form von regelmäßigen Aktiensparplänen auch besparen. Denn das Thema, das Megathema, wird uns noch lange Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, auf jeden Fall begleiten. Wenn wir jetzt also das heiße Frittenfett haben, ist es auch Zeit, wieder mehr Tech-Werte zu kaufen? Sind das gute Kurse oder sind die auch noch heiß gelaufen? Ich gehe davon aus, dass der Hightech-Sektor nicht dramatisch einbrechen wird, weil eben die Zinsangst sich nie praktisch zeigen wird. Das wäre eine Gefahr, aber genau die Gefahr kommt ja eben nicht, weil die Notenbanken ja kein Interesse daran haben, die Zinsen zu erhöhen, auch wegen der Überschuldung. Von daher sollten die Anleger, wenn die Kurse mal runterkommen, zwischenzeitlich auch wieder reingehen, gerade auch in diesen Zukunftstechnologien, die wir ja alle dann vor Augen haben. Auch der Onlinehandel ist nämlich nach wie vor sehr interessant. Die Quantentechnologie, die digitale Revolution im Allgemeinen, die künstliche Intelligenz, ja, da muss man dann wieder reingehen. Das ist ein Dauerbrenner und der Dauerbrenner wird noch lange brennen. Schauen wir mal nach Deutschland auf den DAX. Da geht es ja eher seitwärts, mal ein bisschen hoch, mal wieder ein bisschen runter. Am Donnerstag gab es recht gute Aussichten vom IFO. Aber wie müsste es jetzt oder wie könnte es jetzt weitergehen? Fehlen wichtige Impulse? Nach wie vor haben wir das Szenario, dass die Konjunktur sicherlich robust ist, aber die extremen Euphoriespitzen, die wurden abgeschnitten. Das heißt, auch der deutsche Index, der ja sehr zyklisch, konjunkturzyklisch ist, kann auch mal einen gewissen Dip machen. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte vielleicht eher auf die zweite Reihe im zweiten Halbjahr 2021 setzen, nachdem die erste Reihe ziemlich abgegrast ist. Das kennen wir ja oft aus der Vergangenheit. Wenn man Deutschland, wenn man Europa dann bestückt, geht man zuerst mal auf die Big Ships, die Blue Chips und dann auf die zweite Reihe. Und ich denke, das zweite Halbjahr wird die Renaissance vor allen Dingen der zweiten Reihe im MDAX und TecDAX und der SDAX bringen. Wenn Sie zweite Reihe sagen, haben Sie da auch Unternehmen im Kopf? Ich kann die Branchen sicherlich nennen. Wir haben nach wie vor auch in der zweiten Reihe auf kleinerer Ebene unsere Hightech-Werte. Wir haben nach wie vor alles, was fliegen kann, die Luftfahrt. Wir haben die Flughafenbetreiber und wir haben auch einen oder anderen Touristikwert eben auch noch, den wir da gut bestücken können. Das sind nach wie vor für mich gefallene Engel, die nach wie vor in der Lage sind, ihre Flügel wieder zu spreizen. Darauf sollte man setzen. Und gerade auch, wenn wir von der zweiten Reihe sprechen, sprechen wir ja auch von den Nischenplayern, die ja gerade aus Deutschland heraus Weltmarktführer sind, auch im zyklischen Bereich. Auf die wird man dann sicherlich setzen. Nicht zuletzt wegen der Übernahmefantasie, denn Geld ist ja genügend vorhanden. Da wird es auch in den nächsten Jahren nicht mangeln. Und mit welcher Strategie sollten die Anleger jetzt weiter in den Sommer gehen?
Dieses Sommerloch, dass die Märkte auch mal einbrechen könnten oder zumindest kräftig nachgeben könnten, das sehe ich überhaupt nicht. Das heißt, wenn der Markt da mal nachgibt, wieder reingehen in die Objekte der Begierde. Das ist nach wie vor nämlich der Hightech-Sektor. Das sind ausgewählte zyklische, konjunkturabhängige Werte. Der Klimaschutz ist wichtig. Ja, und ansonsten den Dauerbrenner kennen Sie. Gerade etwas mehr Schwankung, auch nicht übertrieben, aber etwas mehr Schwankung ist natürlich immer ein Appell an das eigene Gewissen, an den eigenen Anleger, Schweinehund vielleicht sogar zu sagen, und jetzt fange ich mit regelmäßigen Aktiensparplänen an, denn ich sehe nach wie vor keine wirkliche Alternative. Diese Zinsangst, die wir immer spielen, ist nur eine theoretische Größe, aber keine praktische. Sagt Robert Halver von der Baader Bank, zugeschaltet aus Frankfurt. Vielen Dank, Herr Halver. Ich bedanke mich bei Ihnen. Und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.